Es geht jetzt um neue und mutige Karrierewege für Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlerinnen. Und bei mir sind zu meiner Rechten Herr Magister Dr. Martin Mader. Herr Mader ist der Leiter vom Career Center der Universität Salzburg und zu meiner Linken ist der Herr Magister Christian Holzer da. Er ist Unternehmensberater und systemischer Karriereentwickler. Ja, ich habe gesagt, ich werde jetzt mal Fragen stellen, was uns die nächste halbe Stunde erwartet und das mache ich jetzt gleich. Lieber Herr Mader, was können wir uns vorstellen zum Thema neue und mutige Karrierewege? Also es geht in erster Linie darum, Bewusstseinsarbeit zu leisten oder ein bisschen Bewusstsein zu schaffen für eine Gruppe von Studierenden und Absolventen, Absolventinnen der Universität, die nicht so klein ist. Es sind über 8000 Studierende im Bereich der Kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächer und es gibt, oder wir haben im letzten Jahr einfach ausgelotet, dass das Thema Karrierewege und Karriereeinstieg einfach etwas Anschub bedarf und das ist das Thema, um das es sich in der nächsten halben Stunde bei uns drehen wird. Ja, darauf freuen wir uns definitiv. Jetzt wendet sich mein Blick noch einmal zum Herrn Magister Holzer. Ich habe hier etwas aufgeschnappt, das nennt sich der Jobtellerrand. Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, der Jobtellerrand, das ist gerade bei diesem Thema ein ganz wichtiger Bereich. Gerade wenn es um Geistes- und Kulturwissenschaften geht, ist es auf der einen Seite natürlich recht gut, in seinem eigenen Bereich Fuß zu fassen und den Job zu kriegen. Auf der anderen Seite werden die Kultur- und Geisteswissenschaften oft unter Wert geschlagen, weil sie in dem Gesamtbereich der Wirtschaft eher eine untergeordnete Rolle zu spielen scheinen, sagen wir mal so. Im Laufe unseres Vortrags werden wir herauskriegen, dass das gar nicht so ist, dass sie sowohl im eigenen Bereich gute Chancen haben und gut ausgebildet sind, aber auch über den Tellerrand, und jetzt sind wir beim Jobtellerrand, blicken können und sozusagen den gesamten Markt, der allen zur Verfügung steht, bedienen können. Ja, klingt unglaublich spannend. Ich fühle mich auch hier sehr wohl, aber ich glaube, ich lasse Sie jetzt alleine, weil ich kann nicht so mitreden bei Ihrem Thema. Ich wünsche Ihnen aber ganz viel Vergnügen damit. Dankeschön. Wir springen gleich ins Thema und zwar mit der Fragestellung, warum dieses Thema oder warum wir überhaupt darauf gekommen sind, dieses Thema heute vorzustellen. Es war ungefähr vor knapp einem Jahr, also genau genommen im Jänner 2012, ist in der Unipress, also das ist das Magazin der ÖH Salzburg, ist ein Artikel erschienen, Zukunftslose Geisteswissenschaftler. Und da ist eigentlich so die Jobmisere bemängelt worden der Kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Studierenden, dass ein Drittel der Studierenden keinen Job finden würde und dass es einfach keine Berufs- und Karriereorientierung gäbe. Der Christian Holzer ist seit längerem Trainer, eigentlich seit dem Beginn, wo wir das Career Center etabliert haben, also sprich 4 Jahre. Wir haben uns dann kurz geschlossen und haben einstimmig befunden, dass wir da nicht gleicher Meinung sind. Und wir haben das so als persönlichen Auftrag angesehen, hier etwas an Bewusstseinsarbeit zu leisten, haben die Autorin noch einmal kontaktiert, haben ein neuerliches Interview gemacht. Und im übernächsten Unipress ist dann ein Artikel erschienen, der dann schon anders gelautet hat, nämlich die Grenzen sind im Kopf gesetzt, wo wir schon einmal einen ersten Schritt in Richtung Beleuchtung der Stärken und Schwächen von KGW-Studierenden unternommen haben. Was ist dabei konkret rausgekommen? Studierende sehen ihr Berufsbild oft zu stark eingeschränkt. Wir sind selber Absolventen der Kultur- und gesellschaftlichen Fakultät. Wir haben es am eigenen Leib erfahren. Wir sind, oder was wir auch in dem Artikel festgehalten haben,
Absolventen der KGW-Fakultät sind durchaus gefragt. Wir haben im März eine Veranstaltung gehabt, da war die Hälfte der Unternehmen, hat speziell im Bereich, in diesem Bereich Studierende und Absolventen gesucht. Aber, und das ist die große Herausforderung, die Uni muss ja da ein Profil als Bildungseinrichtung geben. Dieses Profil gehört ordentlich geschärft. Und der nächste Schritt war, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir einen Artikel, eine Entgegnung und jetzt müssen wir selber aktiv werden. Wir haben dann im Juni einen Vortrag mit dem Christian gemacht, der eben schon den Titel Neue und mutige Karrierewege von Kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Studierenden trägt und hier das erste Feedback eingeholt. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, du hast gesagt, ich bin seit relativ am Anfang an dabei, mit dem Career Center Karriere-Seminare zu machen. Und in meinen Seminaren ist immer ein buntes Grüppchen von Leuten drinnen gesessen, aus ganz verschiedenen Studienrichtungen, ob es jetzt die juridische Fakultät war oder ob das jetzt Psychologinnen und Psychologen sind oder ob es eben Leute sind, die aus Kultur- und Geisteswissenschaft sind. Und ich habe eigentlich wenig Unterschied festgestellt, dass die einen sozusagen zu den Gewinnerinnen und Gewinnern gehören und die anderen zu der Verlierergruppe gehören würden. Gemeinsam haben wir uns eben auf die Suche gemacht und haben gesagt, naja, das schauen wir uns genauer an. Und bevor ich diesen Vortrag gehalten habe, den du erwähnt hast im Juni, habe ich mich einmal hingesetzt und habe eine Recherche gemacht und bin auf die AMS Job-Online-Seite gegangen und habe so die ganzen Berufe eingegeben von Philosoph, Germanistik, Historiker, Kommunikationswissenschaft, Soziologie, Politikwissenschaft, also die ganze breite Palette der Kultur- und Geisteswissenschaften. Und wie Sie sich vermutlich vorstellen können, ist bei dieser Recherche nicht recht viel herausgekommen. Das heißt, wenn ich so diese klassischen Instrumente der Jobfindung, Job ausgeschrieben, ich bewerbe mich einen Job und dann kriege ich den Job oder nicht, bewerbe, dann schaut es für Kultur- und Geisteswissenschaftler eher trist aus. Als Referenzpunkt war eben diese AMS-Jobseite. Bei manchen Berufen war null, bei manchen Berufen war ganz wenig ausgeschrieben. Ganz anders hat es ausgesehen, als ich mich bei mir in meinem beruflichen Umfeld und Netzwerk umgeschaut habe. Ich habe ja relativ viele Leute, die zu mir ins Karrierecoaching in die Privatpraxis kommen und da kommen Leute aus ganz, ganz verschiedenen Branchen. Und da habe ich einmal so ungefähr 50 Leute angeschrieben und habe gesagt, wer ursprünglich aus einer kultur- und geisteswissenschaftlichen Studium kommt, der soll sich bei mir melden und soll mir die Erfahrungen berichten, ob er jetzt in einem kultur- und geisteswissenschaftlichen Beruf arbeitet oder eben über diesen berühmten Job-Tellerrand hinausgeblickt hat. Und die zweite Frage, die ich gestellt habe, war, würdet ihr in eurem Unternehmen jemanden einstellen, der ein kultur- und geisteswissenschaftliches Studium absolviert hat, egal ob das jetzt fachlich passt oder nicht? Da hat das Feedback ganz anders ausgeschaut. Da sind erstens einmal etliche zurückgekommen, die gesagt haben, ich arbeite in meinem Fach. Dann haben etliche gesagt, ich arbeite nicht in meinem Fach, aber ich habe durchaus einen guten Job bekommen, obwohl sozusagen, wenn wir von der Grundfragestellung ausgehen, ich ein kultur- und geisteswissenschaftliches Studium absolviert hatte und da kamen Rückmeldungen aus dem Tourismus, aus dem allgemeinen Management, da gab es einen Vertriebsleiter darunter, der ursprünglich Soziologe war und da gab es einige Beispiele davon. Und zu der Frage, ob Sie Leute einstellen würden, die aus einem kultur- und geisteswissenschaftlichen Studium kommen, gab es auch eine breite Bereitschaft. Ja, wir sind daran interessiert. Uns gefällt, dass die Leute eine akademische Grundbildung haben, dass sie in der Lage sind, Zusammenhänge zu erkennen, dass sie in der Lage sind, soziale Fähigkeiten einzubringen, dass sie mit Fragestellungen was anfangen können und der Rest der Ausbildung, den würden wir dann bei Training on the Job machen. Ja,
Du hast ja auch ein Feedback eingeholt zur Veranstaltung, zu dieser Veranstaltung im Juni. Da ist ja eigentlich rausgekommen, eine Sache, dass wenig Bewusstsein vorhanden ist, dass das Studium in einem weiteren Wirtschaftsfeld verwertbar ist, dass jeglicher Bezug in Richtung Betriebswirtschaft sehr kritisch gesehen wird, also dass da erhebliche Vorbehalte sind, aber auch und vor allem in Richtung, wir wollen uns nicht vereinnahmen lassen, wir wollen uns nicht gleichschalten lassen. Auch die Befürchtung, dass eben die Qualitäten des Studiums nicht mehr zählen, sondern dass man quasi umsonst studiert hätte und ein komplettes Umlernen notwendig sein würde. Was aber sehr wohl rauskommen ist, ist, dass ein großes Interesse an interdisziplinären Sichtweisen zum Thema da waren. Und das Thema Soft Skills, das ja wir auch in Trainings besetzen, sehr gut ankommt. Das heißt, wir haben da ein sehr gutes Stimmungsbild abholen können und haben aber eigentlich eine gute Stimmung trotz Vorbehalte vorgefunden und haben auch festgestellt, es kann der Motivation aufgebaut werden. Da kommt was wir eben nicht wollten und darum lesen wir diese Vorbehalte auch vor, ist genau sozusagen zu sagen, das Studium ist nichts wert und ihr sollt euch am allgemeinen Markt orientieren und ihr müsst jetzt sozusagen genauso agieren, wie wenn ihr ein betriebswirtschaftliches Studium absolviert hättet. Das haben wir sehr stark aufgenommen und genau so ist es eben nicht, sondern die Berufschancen der Kultur- und Geisteswissenschaftler liegen genau darin, sich in ihrem Fach zu bewegen und die Zugänge von jetzt einem Historiker, einer Germanistin, einer Soziologin so zu nutzen, um sie für die allgemeine Wirtschaft sozusagen nutzbar zu machen. Und genau darin liegt ein Know-how und wir möchten jetzt sozusagen nicht andere Studienrichtungen überstülpen jetzt über die Kultur- und Geisteswissenschaftlerinnen. Wenn wir uns jetzt die Hintergründe anschauen für die Besetzung dieses Themas, es ist so, die Universität hat einen Gesamtauftrag als Bildungseinrichtung und der heißt Unterstützung der Studierenden am Übergang vom Studium in den Beruf. Nur die Frage ist, wo fängt dieser Übergang an? Und unsere Diktion ist, es gibt einen fließenden Übergang und der fängt bereits relativ früh an. Das heißt, das Career Center als Einrichtung, als zuständige Einrichtung ist entsprechend gefordert. Was macht jetzt die Universität konkret? Wir fördern die individuellen Kompetenzen. Also es ist speziell Career Center Arbeit. Career Center gibt es seit 2008 und wir haben das komplett aus dem Stand eben neu aufgebaut. Es geht sehr stark auf die persönlichen Kompetenzen und auf Selbstmanagement und auf den Bereich Kommunikation, Teamwork. Also klassische Soft Skills und vor allem auch um die Stärken der, also um eine Stärkung der Stärken und Zielorientierung. Wenn wir jetzt überlegen, wir haben mehr als 8000 Studierende auf der Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen, wir haben mehr als 500 Absolventen aus dem Bereich pro Jahr und die Leute sind analytisch, kulturell, gesellschaftlich und vor allem lösungsorientiert ausgebildet. Das heißt, die können Zusammenhänge hinter Problemstellungen erkennen und können diese interpretieren und Lösungen herbeiführen. Das heißt, die sind eigentlich hochqualifizierte Kräfte, nur sie wissen zu wenig, dass diese Kompetenzen am Arbeitsmarkt sehr geschätzt werden und umgekehrt funktioniert die Passung zwischen Jobausschreibung und der Notwendigkeit, diese Kompetenzen zu bekommen, die Passung funktioniert noch nicht so richtig. Auf dieser Basis haben wir ein Seminar durchgeführt vor 3-4 Wochen und können hier die ersten Rückmeldungen geben. Wir haben jetzt ein Spezialseminar ausgeschrieben gehabt, wo es um Karrierechancen und Karriereentwicklung geht
ausschließlich für Kultur- und Geisteswissenschaftlerinnen. Seminar hat geheißen, glaube ich, wie der Vortrag heute, neue und mutige Karrierewege für Kultur- und Geisteswissenschaftlerinnen. Und herausgekommen ist, was wir vermutet haben, dass sich die Leute sehr wenig ihrer eigenen Stärken bewusst waren. Du hast erwähnt, was für Stärken im Studium erworben werden. Geht es darum, selbstbewusst zu diesen Stärken zu stehen und diese Stärken auch zu sehen. Oft erlebe ich es in meinem Coaching, dass wenn ich mit Leuten mich unterhalte, und so war es im Seminar auch, dass die Leute eine Fülle an Stärken, die sie entweder im Studium erworben haben oder zusätzlich von irgendeiner anderen Art und Weise haben, dass sie sich dessen nicht bewusst sind. Und wenn ich ihnen zuhöre und sozusagen dann die Stärken aufschreibe und ihnen wieder selbst präsentiere, dann sagen die Leute, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viel kann. Und genau das Gleiche ist passiert mit den Studienrichtungen. Wir haben uns das genau angeschaut und du hast es ein wenig aufgelistet. Und da ist auch herausgekommen, dass die Leute gesagt haben, eigentlich habe ich gar nicht gewusst, was das Studium an Know-how für mich entsprechend produziert hat, was entsprechend auch in der Wirtschaft verwertbar ist. Das heißt, die Leute sind aus dem Seminar selbstbewusster herausgegangen, wie sie hineingegangen sind, und sie haben für sich selber Möglichkeiten und Wege mehr ausloten können, in welche Richtung sie jetzt marschieren werden. Eingangs habe ich ja gesagt, sozusagen diese vorgefertigten Ausschreibungen und Bewerbungen, die sind für Kultur- und Geisteswissenschaftlerinnen eher ungünstig. Das heißt, diese Leute sollen sich eher auf den Weg machen und für sie oder für sich selber individuelle Lösungen finden. Das heißt aber nicht, dass sich jeder jetzt Initiativbewerbungen unterziehen muss oder netzwerken muss auf Teufel komm raus. Das beginnt dabei, sich einmal für ein Thema zu interessieren. Ob das Thema in dem Fachbereich liegt oder außerhalb liegt, ist eigentlich egal. Hire for attitude, trained for skills gibt so ein Schlagwort. Das heißt, Unternehmen gehen mehr und mehr dazu über, Leute zu nehmen, die für ein Feuer für etwas entwickeln oder Begeisterung oder Interesse für einen Bereich entwickeln, dass nachher das zusätzliche Know-how, das fehlen würde, kann man entsprechend firmenintern oder wird firmenintern nachgeholt. Einen Schritt und ein wichtiges Signal in die Richtung hat die Universität in Kooperation mit der Fachhochschule Salzburg und mit der Universität Mozarteum Salzburg schon unternommen. Und da geht es sehr stark um das, diese Kompetenzen auszuweisen, wobei es richtet sich an Studierende aller Fakultäten, aber auch im Speziellen an die kultur- und geisteswissenschaftlichen Studierenden. Wir haben ein hochschulübergreifendes Zertifikatsprogramm entwickelt im Bereich Soft Skills. Das nennt sie Initiative Karrieregestaltung, ist eine sogenannte Studienergänzung. Da haben die Studierenden die Möglichkeit, ein Zertifikatsprogramm zu absolvieren, das den Schwerpunkt auf die Bereiche Persönlichkeitsentwicklung und Selbstmanagement und Teamwork und Kommunikation setzt. Das heißt, Studierende dieser drei Hochschulen haben ausgewiesene Kenntnisse in diesem Bereich. Und das ist jetzt von diesen drei Hochschulen ein sehr deutliches Signal an den Arbeitsmarkt. Hallo, wir setzen eine Schwerpunktsetzung in diesem Bereich. Ja, wir haben zu dem Seminar haben wir, um da nur zusätzliches Feedback zu bekommen, haben wir auch noch eine Podiumsdiskussion im Oktober abgehalten. Da haben wir eben Vertreter aus der Wirtschaft, aus unserem Rektorat, aus der Hochschülerschaft eingeladen, um dieses Thema, den Blick über den Jobtellerrand zu beleuchten, noch einmal anzuschauen und hier nochmal ein Feedback nicht nur von den Studierenden, sondern auch nochmal aus der Wirtschaft zu bekommen. Und da haben wir eigentlich ein sehr gutes Feedback bekommen. Insbesondere, wie du schon gesagt hast, die demografische Entwicklung spricht
für Kultur- und Geisteswissenschaftler, weil der Arbeitseinstieg und die Karriereverläufe einfach in wesentlich mehr Berufsfeldern möglich sein werden und nicht nur auf den unmittelbaren Studienbereich begrenzt sind. Das ist einfach ein Punkt, das ist so wie mentale Landkarten, die die Leute im Kopf haben. Ich studiere das und das Fach, also bin ich auf das und das Fach fixiert, wo wir aber eindeutig vom Stimmungsbild auch feststellen konnten, nein, das ist nicht so. Um es ein wenig zu konkretisieren, die demografische Entwicklung, 2016 werden mehr Leute am österreichischen Arbeitsmarkt in Pension gehen, als in den Arbeitsmarkt eintreten. Das gab es im Nachkriegsösterreich oder gibt es im Nachkriegsösterreich jetzt zum ersten Mal. Die Situation in der Schweiz und in Deutschland ist ganz gleich so oder genau so. Das wird heißen, dass man seitens der Unternehmen, und wir sehen es hier ja auch, dass die Unternehmen sozusagen nicht mehr bei sich im Unternehmen bleiben, sondern seit ein paar Jahren herausgehen und sich präsentieren, Stichwort Employer Branding, sich nicht nur in ihren Dienstleistungen entsprechend präsentieren, sondern auch als Arbeitgebermarke auftreten. Das ist ja nicht umsonst so, sondern die Unternehmen versprechen sich ja etwas davon. Und da wird 2016 noch einmal ganz interessant werden für den gesamten Arbeitsmarkt, weil hier ein entsprechendes Crossover-Denken mehr Platz haben wird wie bisher. Einen zweiten Punkt, dann möchte ich noch dazu sagen, ich war vor 3 Wochen in Passau bei einer Tagung, da ist es um Wissensmanagement in den Unternehmen gegangen und da ist ganz eindeutig rausgekommen, dass die Unternehmen gern haben, wenn sie ein breit gefächertes Wissen im Unternehmen haben, um so innovativ wie möglich zu sein. Das heißt, ich brauche nicht mehr von einer Berufsgruppe den 7., 8., 9., 10., sondern es ist sehr interessant, von verschiedenen Berufsgruppen Zugänge zu haben, um auch verschiedene Lösungswege für die Innovationen im Unternehmen zu haben. Ein Schlagwort in diesem Zusammenhang wird sicher sein der Slogan Hire for Attitude and Train for Skills. Das heißt, die innere Einstellung und die Identifikation mit den Unternehmen wird in Zukunft wesentlich mehr Bedeutung haben, wie es aktuell oder in der Vergangenheit gehabt hat. Und wobei wichtig ist die Grundausbildung, die man aus der Universität mitbekommt, aber was im Unternehmen stattfindet, ist dann das unter Anführungszeichen Training on the Job, die fachliche Weiterentwicklung, aber das Entscheidende für das, ob der Jobeinstieg gelingt, wird das innere Feuer sein und die Identifikation, die man dem Unternehmen gegenüber mitbringt. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man sie ausliefert, sondern einfach schaut, stimmen die Wertesysteme des Unternehmens mit meinen Wertesystemen überein und eben nicht sich völlig von den Anforderungen des Arbeitsmarktes vereinnahmen zu lassen. Bei der Podiumsdiskussion sind am Podium gesessen 2 Leute aus der Wirtschaft. Das war der Wolfgang Hirner, das ist einer aus meinem Netzwerk, die ich eingangs erwähnt habe, die ich da befragt habe. Der Wolfgang Hirner hat Soziologie studiert und ist dann bei einem Radiogeschäftsführer gewesen und beschäftigt sich jetzt mit erneuerbarer Energie und beschäftigt sich mit Finanzierungen von Photovoltaikanlagen in Bayern. Und der hat uns gesagt, der gesamte Markt der erneuerbaren Energien ist sozusagen ein aufgeschlossener Markt, der sehr offen ist, egal wo die Leute herkommen. Er ist das beste Beispiel dafür. Ihn interessiert das, ihm hat das immer schon interessiert, auch sozusagen dieser partizipative Zugang zu Geschäftstätigkeit, und das hat ihn immer weitergebracht. Und der zweite am Podium, vielleicht sagst du das, das war der Ingo Malang von Abercrombie & Fitch. Genau, das ist für Österreich der Human Resources Verantwortliche,
ganz ein interessanter Mann, ganz ein interessanter junger Mann, nämlich 25 und für Österreich, für den HR-Bereich zuständig. Und der hat ein ganz ein klares Statement eben in Richtung Hire for Attitude and Train for Skills abgegeben. Der hat ganz klar gesagt, das Studium bietet die akademische Grundausbildung und die Weiterbildung erfolgt dann aufgabenbezogen im Unternehmen. Das heißt, der für ihn als Personalisten ist einzig und allein interessant, ist die Begeisterung fürs Unternehmen da? Kann sie die Person identifizieren? Wenn ja, dann ist der Weg geebnet für eine Zukunft im Unternehmen. Das heißt, letztendlich ist die fachliche Ausbildung sehr wichtig, aber sie liefert dann letztendlich das Rüstzeug und man sollte nicht nur allein auf das Fachliche konzentrieren oder auf das beschränkt fühlen, sondern vielmehr vom Fachlichen aus diesen Blick wagen und sagen, schau mal über diesen Jobtellerrand drüber, was einfach möglich ist. Warte, unsere halbe Stunde ist fast rum. Ja. Schlusswort von mir, greife ich das auf, was du gesagt hast. Das Können beschränkt sich nicht nur auf das fachliche Know-how. Wir haben es im vorhergehenden Beitrag sehr anschaulich vermittelt bekommen, wie emotionale Intelligenz wirken kann und die Kombination aus fachlichem Know-how, methodischen Fähigkeiten und emotionaler Intelligenz ist sozusagen in einem Kreis des Könnens zu sehen und meistens geht da die emotionale Intelligenz unter. Ich brauche nur betonen, dass sich Geisteswissenschaftler mitunter um interkulturellen Bezug im Studium kümmern und so gesehen hier zum Beispiel Wissen mitbringen. Der vierte Punkt, um das zu vervollständigen, was das Know-how betrifft, sind die Werte, die Werthaltungen, die jemand mitbringt. Auch in diesem vierten Punkt würde ich sozusagen das Können einer Person vervollständigen. Und weitere vier Punkte der guten Aufstellung möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben, bevor ich dem Martin das Schlusswort übergebe. Wichtig ist, sich Ziele zu setzen. Wichtig ist es, sich seinen eigenen Stärken bewusst zu sein. Wichtig ist es, eher von der Kopfsteuerung wegzugehen und ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, in welche Richtung ich gehen möchte und sozusagen weniger eine Kopf- und eher eine Bauchentscheidung in den großen Dingen des Lebens zu treffen. Und letztendlich sollte ich mir aber schon über die Marktverhältnisse klar sein und über die Unternehmen, mit denen ich in Kontakt treten möchte, um hier einen guten Ausgleich zu schaffen oder Abgleich zu schaffen, dass miteinander gut funktioniert. Was für uns bleibt, ist eine große Herausforderung. Wir haben jetzt angefangen mit der Bewusstseinsarbeit Richtung unseren Studierenden. Jetzt wird es darauf ankommen, diese Bewusstseinsarbeit in Richtung Arbeitsmarkt weiterzubringen, um die Passung zwischen, also das große Ziel ist, die Jobausschreibung in der Zukunft so zu verändern, dass das weg vom Schubladendenken einsetzt, sondern wirklich da einen Dialog zu starten, dass die Passung zwischen dem, was ausgeschrieben wird, besser ist als zwischen dem, was tatsächlich benötigt wird. Das heißt, dass nicht eine Stelle so ausgeschrieben wird, dass zwar die Kompetenzen des Kultur- und Geisteswissenschaftler gefordert sind, aber eigentlich das Profil ganz anders präsentiert wird. Das wird unser nächster Schritt sein. Und natürlich weiter Bewusstseinsarbeit zu leisten in den eigenen Reihen und auch mit unseren eigenen Angeboten in der Universität. Dann bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.